Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Lieben, endlich geht's weiter nach einer längeren Pause. Tut mir sehr, sehr leid dafür, dass keine Videos gekommen sind. Aber ihr wisst ja, bei mir ist die Situation gerade nicht so leicht. Oder viele von euch wissen, dass meine Situation gerade nicht so leicht ist. Und ich muss jetzt einfach gerade mal gucken und bin dabei ein bisschen zu überlegen, ob und wie es mit dem Kanal hier weitergehen kann, weil so wie ich das bisher gemacht habe, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, bin noch dabei zu überlegen, wie und was ich mache. Ich muss auf jeden Fall deutlich mehr Content wieder versuchen zu bringen. Viel mehr Content noch versuchen zu bringen. Ich muss wieder dahin kommen, dass wir hier bei 3, 4, 5 täglichen Let's Plays sind, mindestens. Und mal schauen, wie ich das hinbekomme, weil aktuell weiß ich ganz ehrlich noch nicht mal, wie ich meine Stromrechnung bezahlen soll. Oder die Nachzahlungen, die da anstehen. Und ja, ist alles nicht so einfach. Aber jetzt machen wir erstmal weiter, ihr Lieben. Und wir sind unterwegs mit Wendel, wie ihr seht, im oberen Gartenbereich. Und zwar hier mal an der Jevamatic, wo ja das große Finale ansteht. Und obwohl wir noch sehr viel an Kreativprojekten ja überhaben, möchte ich trotzdem langsam so ein bisschen das Finale angehen und mal gucken, was hier auf uns wartet und dann auch langsam doch das Ende vom Spiel so ein bisschen einläuten, von der Story zumindest. Weil unsere Kreativprojekte, da können wir uns dann immer noch einen Spielstand mal rauspicken und da später nochmal ein bisschen weiter basteln. Aber dass wir erstmal zumindest ein Ende für die Ground-Staffel haben, also was die Story so angeht. Und dann, wie gesagt, was das Kreativbasteln Projekte angeht, die können wir dann immer noch so zwischendurch mal angehen. Jetzt erstmal gucken. So, hier oben haben wir die Jevamatic. Und ganz oben brauchten wir irgendwie die Zutaten. Und wir mussten da auch noch irgendwie rein, ne? Wie war denn das? Was mussten wir denn hier machen? Wir waren doch schon einmal hier gewesen, oder? Wir waren doch mindestens schon einmal hier. Genau, der hat nicht genug Energie. Und die... Wir haben ja alle Zutaten dabei. Ich schätze mal, wenn wir die jetzt auffüllen, die Maschine da oben. Oder müssen wir da irgendwie rein? Wo es hier kaputt ist? Hier unten ist doch das Glas auch gesplittert. Nehmen wir so eine Keule schon mal griffbereit hier. Vielleicht können wir da irgendwie rein. Und dann gucken wir, was hier auf uns wartet. Das wird auf jeden Fall eine Verteidigungsaktion. Das habt ihr schon geschrieben. Habt ihr schon geschrieben, als wir bei den Supermixern waren, kamen von euch die Kommentare da schon mal rein. Dass am Ende nochmal eine ganz große Verteidigung... Oh, hier brauchen wir eine Bombe. Gut, dass wir immer noch unsere Bomben immer dabei haben. Leg die mal... Ja, oder so. Wirf sie, Pete. Ist auch gut. Dann lauf aber auch. Jeiz. So, jetzt haben wir das hier offen. Wendel, du passt schön auf, dass wir hier alles richtig machen. Ne? Du weißt Bescheid. Du hast den ganzen Apparat hier gebaut. So. Okay. Und hier müssen wir jetzt was machen? Ach. Okay, hier kommt die Vergrößerungszelle drauf. Jetzt können wir mit dem Brauen anfangen. Jetzt können wir also nach oben. Wir haben ja die Zutaten, habe ich mitgenommen. Wir haben alles dabei. Die gebratene Wissenschaft haben wir automatisch. Gegrillte, nicht gebratene. Gegrillte Wissenschaft haben wir automatisch dabei. Müssen wir hier rauf. Okay, Leute, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was da für eine Wellen dann kommen. Wir müssen wohl alle drei von diesen Sicherungen da unten verteidigen. So, Moment mal. Jetzt sind wir hier oben drauf. So. Wendel, du bist noch da. Sehr schön. Aber wir waren schon mal hier gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir waren hier oben. So, einlagern. Erstmal durch. Durch die Saftpresse. Oh, jetzt können wir starten. Haben wir einen Gleiter dabei? Natürlich nicht. Wendel, ich habe ein Problem. Wir kommen hier nicht mehr runter lebendig. Wir haben keinen Gleiter dabei. Wendel. Du hast nicht zufällig eine Pusteblume dabei. Wir kommen nicht mehr auf das Kabel zurück hier, Leute. Da kommen wir auch nicht mehr runter hier, weil wir jetzt springen, sind wir hin. Das kann doch nicht sein, dass man hier nur mit einer Puste wieder runterkommt jetzt, oder?
Wendel, kann ich auf dich draufspringen? Oh, warte mal, Wendel, bleib mal da stehen. Nein, Wendel. Ich kann auf dich draufhüpfen. Wendel, komm mal hier rüber. Du musst mir mal eben gerade eine Räuberleiter geben. Wendel. Komm mal hier. Ja, so ist gut. Bleib mal hier. Nein, Wendel. Bleib mal so. Ah, drüber weggesprungen über Wendel. Er zappelt dann aber auch immer los. Wendel. Mist. Bleib mal hier, du musst uns mal helfen. Mist, und wie kommen wir nicht mehr runter jetzt? Das ist ja natürlich... Ja, keine Chance, kommen wir nicht rauf. Wer denkt sich denn sowas aus hier? Dass man hier nicht mehr runterklettern kann. Wendel. Jetzt bleib mal... So eine Sauerei. Okay, Leute, wie kommen wir nicht mehr runter jetzt lebendig? Das können wir vergessen. Mit viel Glück schaffen wir es, Haut noch so eine Kante zu hüpfen. Und dann ist das noch nicht tödlich. Oh, sehr schön. Alles klar. Ging auch so, Wendel. Danke für deine Räuberleiter. Okay. Lass uns mal kurz gucken hier. Was haben wir denn? Weil ich meine, wenn wir das starten, geht auch jetzt schon mal so eine Probewelle los, oder? Dann kriegen wir einen Eindruck davon. Habe ich das Reparaturtool dabei? Habe ich. Okay. Wir... Wow. Geht ja schon los. Trotzdem wieder zu wenig Energie. Ah, okay, jetzt zeigt er das erstmal mit einer Sequenz hier. Okay, so. Alles klar, die kommen also und greifen die Dinger an. Die kommen... Die kommen und greifen die Dinger an. Machen wir, Wendel. Machen wir. Okay, das heißt, wir müssen die Dinger verteidigen. Und da hatte ich mir auch schon überlegt, weil ich habe von oben die ganze Zeit schon so ein bisschen geguckt gehabt, offscreen immer, ob wir die vielleicht einfach alle drei... Weil das ist so ein großer Bereich, ob wir die irgendwie alle drei... Also ob wir die nicht einzeln einbauen, sondern ob wir jetzt hier quasi ein großes Fort drumherum ziehen. Um alle. Keine Ahnung. Ob wir den ganzen Bereich vielleicht abdecken. Und es sieht auch so ein bisschen aus, als wenn es hier überall so Zugänge gäbe. Vielleicht könnten wir die auch zumachen. Kommt drauf an, wo die Viecher spawnen. Wenn die natürlich direkt hier oben spawnen, nützt uns das gar nichts. Aber wenn die ein bisschen weiter weg spawnen und wir vielleicht einfach schon deren Wege blockieren können, dann wissen wir ja, dass die... Haben wir ja gelernt, dass die dann erstmal die Mauerteile angreifen, bevor die weitergehen. Also wenn wir denen ihre Wege vielleicht schon gut zublockieren könnten, kommen die vielleicht gar nicht hier rauf. So, okay, die haben wir alle verhauen. Jetzt müssen wir die Dinger reparieren. Der läuft. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal neu starten dann. Aber erstmal fangen wir an zu bauen. Ich habe uns ein bisschen Material auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Da bin ich mal gespannt, was hier für Wellen ankommen. So, okay, die laufen wieder alle. Jetzt wollen wir mit Tali sprechen. Wendy! What's on your mind? Was sollten wir jetzt tun? We need to mix the beginning cocktail at the Java-matic. Wissen wir. Okay, danke, Wendy. Ja, mit dir. Ach, bei der Java-matic. Okay, bei der Java-matic müssen wir nochmal mit ihm reden. Alles klar. So, jetzt wollen wir kurz gucken, wo hatte ich uns denn hier... fliegen noch ein paar Ziegel rum. Ich hatte uns hier irgendwo... Irgendwo hatte ich uns hier ein Zelt hingestellt. Und ein Körbchen mit ein bisschen Ziegeln. Pilzziegeln. Jetzt hoffe ich, dass ich das wiederfinde. Nee, hier nicht. Oder, Moment. Habe ich das doch so weit weg aufgebaut? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir einen Moment gucken jetzt mal, bis ich das Zelt wiederfinde. Hier steht es nicht. Ich meine, hier habe ich das irgendwo hingestellt. Ja, genau hier oben. Sehr schön. Okay, hier können wir schlafen, hier können wir trinken, essen. Da drüben gibt es Pilze zur Not, die können wir uns gleich holen. Alles klar, trinken wir erstmal einen Schluck.
Don't even need to boil it. Füll gleich auf. Zap, ich glaube, wir haben sogar noch was zu essen dabei. Jo, ein lecker Laus haben wir noch dabei. Alles klar. Dann das. Und schnapp dir mal ein paar Ziegel, Pete. Nimm ruhig mit, was du hast, Pete. Nimm alles mit. So. Okay. Hier wäre ja schon... So, hier wäre ja schon ein Zugang, so wie es aussieht. Hier zum Beispiel. Das wäre einer, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier auch zumachen. Ja, wenn die dann oben direkt an dem Dingern spawnen, wie gesagt, haben wir, dann bringt es uns das nicht. Aber wir können es ja trotzdem mal aufbauen. The nose. Wir würden hier zumachen. Fangen wir ruhig hier drüben so weit weg an, wie es geht. Nee, ja, soll's schon. So. Wer stört? Du natürlich. Wir legen uns auch gleich hin, damit wir ein Tageslicht haben. Bams. Dich holen wir am besten gleich zum Frühstücken, wie will. So, lass mal eine Tür hier offen. Nehmen wir am besten nochmal kurz raus. Wo ist er hin? Da rennt er. Oh. Einfach komplett vorbei. So, Frühstück haben wir auch. Ob das nicht zu hoch schon ist jetzt hier? Was ist jetzt? Wir müssen ja auch, wenn, dann würde ich sagen, würden wir auch überall doppelte Wandstärke mindestens aufstellen. Blöp. So, das wäre die erste. Und dann machen wir ganz knapp dahinter gleich noch eine. Oh, da nicht. So. Oh. Hier. Dich brauchen wir doch gar nicht da drin, immer in der Wand. Was sagst du, Wendel? Ist doch schon mal eine kleine Verteidigungsmauer. Zwei. What's on your mind? Nix, du schießt mir im Weg, das ist gerade on my mind, Wendel. Wie so oft. Den fertig. Den nochmal kurz raus. Okay, legen wir uns erstmal hin. Ist zu dunkel. Machen dann weiter. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Wir probieren mit ein paar Wänden diese Aufgänge zuzumachen. Wie, was ist denn jetzt los? The battle begins. Nee, Rache im Anmarsch. Kommen die jetzt hierher? Natürlich maximal ungünstig. Das ist genau jetzt Rache im Anmarsch. Pete, nimm mal eine Fackel. Und irgendeine Einhandwaffe kurz. So, kommen die jetzt irgendwo? Da oben kommt, glaube ich, einer. Dum. Nee, das sind nur Ameisen. Wendel, du sagst Bescheid, wenn du was siehst, ne? Sind sie da oben? Jetzt sind sie da oben. Die fressen unser Zelt. Oder was macht ihr hier? Wo ist denn jetzt hier eine Larve? Larve? Jetzt wurde sie gerade hier angezeigt, die Rache. Da, ich höre... Da! Nee, Termiten! Keine Larven! Termiten sind im Anmarsch! Okay, die eine. Eine Termite kam. Eine Termite war auf Rachefeldzug. Eine einsame. Rache-Termite. Okay, schmeiß mal hier Feuerameisenteile nebenbei mal raus, Pete. Und schmeiß auch gleich die Termiten wieder raus. Und hier die zähe Schmiere auch weg damit. Raus damit. Okay, legen wir uns erstmal hin. So. Alles klar.
Einmal frühstücken. Salt. No water filtration tablets needed. Vielleicht noch ein. Sehr schön. So, weiter geht's. Also. Wir waren jetzt hier. Hier hatten wir jetzt schon mal zwei rein. Das wäre eine Seite. Wir bauen jetzt mal so ein bisschen was auf. Da war ein Aufgang. Hier ist noch einer. Wer? Wo? Von da unten kommst du. Eine ferngesteuerte. Ah. Oh. Was? Ach, Wendel. Nach 200 Jahren entscheidet er sich auch mal wieder einen Schuss abzufeuern. Ich wusste, du kannst kämpfen. Du willst nur immer nicht. So. Warum war nicht unterstützt? Wendel! Geh doch mal aus der Mauer raus. Ich glaube, ich sagte ihm, daher soll er oben mal warten an der Javamatic oder an unserem Zelt. Kann er mal warten. So, die wieder raus. Hier ruhig noch eine drunter. Zapp. Nächste. Knapp dahinter. Nicht da rein. Düb, 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 düb. So, zweite Wand. Auch wieder nicht unterstützt. Fange hier unten an. Er wird die auch nicht lange aufhalten, wenn die da jetzt ankommen. Zwei Wände. Da müssen wir dann noch mehr wahrscheinlich aufbauen. Wenn die denn so ankommen hier. So, erstmal Türen auflassen. Wir machen erstmal überall zwei Wände rein, gucken, wie viel Ziegel wir dann schon verbraucht haben. So, zwei Aufgänge. Hier ist noch einer. Everything looks good from here. Bin ich beruhigt, Wendel. Bei dir immer alles gut aussieht. Du kannst erstmal noch wieder raus. So, erste Reihe. Ich glaube, einen vierten Aufgang gibt es dann auch noch. So. Ja, da kommen die mit Sicherheit nicht unten da durch, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Den hätten wir weglassen müssen. Komm nochmal weg. So, einmal hier zu. Dann haben wir hier auch zwei rein. Okay. Ja, höher muss nicht. Ich glaube, es ist so schon okay. Gib den mal her. Okay. Drei Zugänge zu. Und. Guck mal, hier ist alles offen. Hier haben sie noch eine komplette freie Fläche, von der sie angreifen können. Hier brauchen sie gar keinen Zugang. Wie machen wir denn hier zu? Wie machen wir denn hier zu? Da würden wir hier... Fangen wir hier an. Da fangen wir hier an. Pass mal auf. Ah, ein weiter noch. Na? So. Jetzt sperren wir den ganzen Bereich hier ab. Wer weiß. Haben wir doch noch ein kleines bisschen vor aufgestellt. Tatatatap. Und da haben wir noch einen Zugang. Und hier haben wir die ganze Seite dann abgeblockt. Das können wir auch schon komplett aufbauen. Was denn? Stimmt denn hier nicht? Wie nicht unterstützt? Ist doch unterstützt.
Und natürlich so weit, dass die hier... Was? Wer? Ach, wenn... Nee. Hä? Ziel haben wir doch noch. Hm? Wieso lässt sich da einer reinbauen und dann nicht mehr? Wieso lässt es sich aufstellen und dann wird's rot? Das gibt aber keinen Sinn. Okay, das ist komisch. Gut, dann lassen wir die Ecke da so überhängen. Ist auch nicht so schlimm. Du wirst noch zugemacht. So, und die weiter nach außen können wir nicht. Wir müssen weiter nach innen. Dann die nächste Reihe wird also einen hier nach innen gesetzt. Also können wir wirklich zumachen. Sehr schön. Das ist die Seite. Und die machen wir natürlich auch doppelt jetzt. Halt eben einen weiter nach innen. Nochmal hier so ein Stück. Ach, will er nicht. Will er so nicht. Dann so. Ah. Ah. Gehst du dahin? Wie du da hingehen sollst. Sehr schön. Ja, das wird auch gut. Ich schätze mal, so weit nach oben müssten wir gar nicht. Egal. Ziegel haben wir ja noch ein paar. So, das bleibt so. Ich glaube, die Grashalme jetzt hier im Weg sind. Nee, das geht. Super. Sehr schön. Doppelte Wand. Ich glaube, so weit in die Höhe müssen wir wirklich nicht, weil wenn die unten durchgebaut sind, ist eh egal, wie viel wir noch oben drauf bauen. Müssen lieber mehr Reihen hintereinander setzen. So, jetzt wäre da abgesperrt komplett. Na komm, fangen wir schon mal an, hier jetzt doch auch mal zuzumachen, was zuzumachen ist. Da rein. Wo ich auch noch einer unten drunter. So, zwei Reihen zu. Wendel, das läuft doch. Das läuft doch schon mal. Kommt natürlich drauf an, was ankommt. Aber soweit sieht schon gar nicht schlecht aus. Okay, mach ruhig voll hier. Halt. Bau erstmal den unteren fertig. Upp. Kannst du ihn bitte mal hier vorne einsetzen? Super Sache. Okay, zwei Reihen hier. Das war das. Dann haben wir hier die Ecke abgesperrt. Und dann bleibt noch der eine Zugang an der Rückseite. So. Okay. Was sagt die Ziegelmenge? Wird langsam knapp. Bedrohung entdeckt. Ups. Ups. Oha. Wendel. Oha. Okay, und hier wird natürlich auch zugemacht. Möglichst an der schmalsten Stelle. Quatsch, wo will ich denn hin herstellen? Pilzwand. So, möglichst hier. Brauchen wir nicht so viele Wandstücke. Immer noch ziemlich viele. So, Canyon an der Rückseite. Auch schon mal eine Wand. Na. 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 Nee, so nicht. So, zweite Wand. Da machen einfach überall drei, vier Reihen hin. Das muss reichen. So, zwei Wände haben wir überall. Und dann mauern wir vielleicht die Dinger selber auch noch ein bisschen ein. Ein ganz kleines bisschen. Minimal halt. Kriegen die dann auch so ein paar Schutzwände drumherum.
Dann müssen wir da zumindest auch erstmal durchbeißen. Nee, komm mal weg. Passt so nicht. Muss noch ein bisschen anders stehen. So. 2, 3. Ach so, und wenn Viecher aus der Luft kommen? Ha, wenn Viecher aus der Luft kommen? Ah, und wenn fliegende Viecher kommen? Dann können wir das so, da müssen wir dann, müssen wir doch... Dann muss da doch ein... Noch ein Boden, eine Decke drauf. Oder Wandelemente ging ja auch. Moment, gib mal die halbe Pilzwand. Ah, nee. Das reicht von der Höhe. Ich hätte schon eine ganze drauf gemusst. Nochmal doch. Oder? Wenn wir sie hier oben draufsetzen. Na? Na? Und da dann oben drauf. So. Einfach mal so ein paar Querträger hier rüber. Die müssen sie dann erst wegknuspern. Dann kommt ihr mal weg hier, ihr halben Wände. Dann kommen da doch ganze Ziegelwände drauf. So, dann geht's auch auf. Du auch weg. Ja, so habe ich mir das gedacht. Dass wir da einfach nur so ein paar Träger drüber ziehen. Weil die müssen sie wieder ja auch erst auf. Futtern. Vor allem futtern. Kaputt machen. Warum geht das hier nicht? Achso, weil hier drüben nicht abgestützt wird. So, das reicht, weil wir werden außen auf jeden Fall noch, also an den Zugängen, sag ich mal, vier Reihenmauer aufstellen oder so pro Zugang. Da kommen die gar nicht von da. Dann kommen die hier oben, spawnen die direkt hier oben. So, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Hier vielleicht noch einen dann... Ach, da geht's nicht. Warum nicht? Das ist zu hoch, ein Stück. Na gut, dann lassen wir es so. Okay, das wäre das. So würden wir die Dinger so ein bisschen einmauern noch. Ja... So. Ups. Üff. Piet, komm sich rüber. Ja, machen wir es hier halt. Ne? Auch immer zwei Reihen hoch. Und dann oben drüber auch Querträger. Wendel, ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, was wir hier mühsam aufbauen. Zwei, drei. Und die Ziegel sind aus. Und die Ziegel, wir haben auch alle rausgenommen aus dem Korb. Ne? Ja, oh nee, da waren noch ein paar drin. Ne? Wir haben noch nicht komplett leer gemacht gehabt, den Korb. Wupp. Duck dich mal. Oder. Naja, ein bisschen was noch. Gib mal her. Okay. Das heißt, viel mehr können wir nicht aufbauen. Ich würde sagen, das reicht aber noch nicht. Das heißt, ich muss nochmal nach Hause. Offscreen dann, würde ich sagen, noch ein paar Ziegel herstellen. Pilze haben wir noch genug. Nur einmal die Mixer anschmeißen. Und dann haben wir wieder frische Pilzziegel. Hopp. Rauf hier. Nochmal rauf hier. Halbe Pilzwand. Kann man noch schmaler setzen sogar hier. Aber ich schätze, auch da kommt schon kein Moskito mehr durch. Wendel. Komm jetzt mal her hier, Wendel. Komm mal da runter jetzt. So. Komm mal hier zu uns. Hier.
Du darfst jetzt mal einfach hier eine Weile warten. So. Ja. Komm, das ist gut. Oh, guck mal, hier könnten wir sogar noch. Ach, guck mal. Da ist genug Platz. Hier auch noch. Hier auch noch. Oh, nee, du nicht. Nein. Ah. So. Ja, ist doch gar nicht schlecht. Ist doch gar nicht schlecht. Den auch noch. Machen wir auch eine... Ich weiß nicht, ob wir die auch doppelt einmauern. Vielleicht mauern wir die auch doppelt ein. Dass wir die wenigstens... Ja, die kriegen alle eine doppelte... Wir kriegen also noch eine zweite Außenmauer dann. Und dann machen wir die Zugänge noch ein bisschen besser. Und dann sollte das reichen. Hoffe ich einfach mal. So. Reicht sogar vielleicht noch hier. Dass wir den auch noch fertig kriegen. Nicht unterstützt. Wieso mal nicht unterstützt und mal... Na gut. Okay, hier passt auch wieder noch einer dahin. Sehr schön. So, geht hier auch noch einer oben drüber? Geht auch noch. Nee, 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 du sollst... Na, komm. Reicht wahrscheinlich jetzt nicht mehr für alle. Nee, reicht auch nicht mehr. Haben wir noch 10. Genau, 2 zu wenig. Alles klar, das ist der Anfang der Verteidigung. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir brauchen mehr Ziegel. Wir brauchen deutlich, deutlich mehr Ziegel. Aber wenn wir jetzt nur mal gucken hier. Da hinten ist abgesperrt, da ist abgesperrt, da ist abgesperrt, da ist abgesperrt, da ist abgesperrt. Und da ist abgesperrt. Und hier... Dann lassen wir... Oh, da liegen noch Ziegel, guck mal. Da liegen noch zufällig genau 2 Ziegel, die wir brauchen. So. Ich glaube, das können wir von da, wo wir jetzt gerade standen, kann man das auf jeden Fall ganz gut überblicken, den Bereich. Und glaube ich, von da kriegen wir es auch ganz gut verteidigt dann. Wir müssen nur gucken... Wir müssen natürlich auch schnellstmöglich wieder eine Möglichkeit haben. Schnellstmöglich eine Möglichkeit haben. Das ist sehr gut. Hier wieder raufzukommen. Wenn wir jetzt sagen, wir springen hier nach außen und verteidigen hier ein bisschen. Dann müssen wir ja auch schnell wieder hier reinkommen. Falls... müssen wir mal einmal außen rumlaufen. Naja, oder wir... Den hier an der Ecke und schießen mit dem Zauberstab. Versuchen möglichst immer hinter die Viecher zu schießen, ohne die Wände zu treffen. Wenn jetzt hier eine Welle kommt, zum Beispiel an der Wand. Oder hier, können wir hier auch von oben. Hier können wir ja super ran. Können wir direkt von hier. Hier können wir sogar wieder rauf. Hier kommt man sogar wieder rauf, ne? Alles klar, Leute, hier haben wir auch schon unseren Aufgang. An der Leitung. Okay, sehr schön. Dann bereite ich Pilzziegel vor. Noch eine ordentlich große Ladung, sodass wir hier in der nächsten Folge noch ein paar mehr Wände dazu bauen können. Und das innen noch doppelt eingemauert bekommen. Da nochmal schön verstärken. Da verstärken, da alle Aufgänge verstärken. Vielleicht baue ich auch da ein bisschen offscreen nochmal 1, 2 Reihen schon auf. Und dann würde ich sagen, testen wir in der nächsten Folge mal, was denn hier so auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch super gespannt aufs Finale allgemein dann. Ich hoffe auch sehr, dass wir Wendel retten können. Das muss einfach so sein. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.